Mal wieder gucken, was er treibt. Wer hat gerade... Achso, du hast... Eisdrache? Achso, wahrscheinlich im nächsten Raum. Ja gut, ein Eisdrache kann auch recht garstig sein. Weil die darauf achten, was er macht. So. Das da aufladen. Ziemlich verdrescht werden. Quick Save machen. Als nächstes wird das aufgehen. Oh, Supernova. Oh, da ist kein Eisdrache drin. Sondern der nette Gargoyle von nebenan. Mit dem Milchgesicht. Oh, und wir haben verbannter Gargoyle. Wir haben weder den Buff noch den weder den einen Buff noch die Heilung auf uns. Das heißt, ich hau mal alles raus, was ich gerade habe. Bisschen selber. Macht mir bitte den Gargoyle weg, er nervt. Was ist mit dir los? Okay. Perfekt schlechtes Timing gehabt. Wir kriegen das aber noch hin. Vor allem, was irgendwie komisch war, Serikal wollte nicht mehr zaubern. Thank you.
So, Supernova. Da geht die Tür auf. Da sollte ich die Heilung und den Schutz auffrischen. Und mal hoffen, dass der da rauskommt. Gut. So, alles wieder rausboxen, was wir so haben. Wow, jetzt wieder aber arg schnell da unten gehen. Okay. Nächster Quick Save. Ziehen wir dich mal ein bisschen weg. Heilung auffrischen gehen. Nicht, wenn er drin steht. Oh, das kann ich so auffrischen, indem ich einfach reinlatsche. Warum habe ich eigentlich das blöde Gefühl, dass die... Ach, Hi Eisdrache. Gut, die Frostwelle, die konnten wir nicht blocken. Können aber auf den da ordentlich draufhauen. Ich muss nur wie immer auf ihn hier achten, was er macht. Ganz ehrlich, solange ich den Eisdrachen da drin einkeilen kann, ist alles gut. Ja, es wäre auch alles gut, wenn du den Eisdrachen angreifen würdest. Frostwelle. Heiltrank. Okay. So, Heilung, alles ist wieder da. Noch ein Quick Save. So, wir unterbrechen mal kurz bei euch allen die Fähigkeiten. Machen das richtig. So. Malertrank für dich, sicher ist sicher. Supernova, die lassen wir mal. Komm. Und ganz ehrlich, ich bleibe jetzt auf ihn konzentriert. Weil er stirbt eh gleich. Egal, was aus dem letzten Raum kommt. Ach, so einer.
Naja, komm. Die beiden Dinger sind noch aktiv. Das macht den Kampf gegen dich etwas einfacher. Hey, Hagel und Talisa haben Stufe 20 erreicht. Das heißt, ein Punkt hier rein und Punkt hier rein. Kann ich noch Stufe 21 erreichen? Mal gucken. Also ja, ich kann hier was öffnen, was Gegner rauslässt. Hier ist nichts drin, aber hier habe ich noch einen Käse gesehen. Yay. Was auch immer das soll, da muss ich mich nicht mal anstrengen. Für. Oh, ach ja, der Ring. Ja. Würde aber gerne den da tauschen. Danke. Ganz ehrlich, warum soll ich mir jetzt hier die Mühe machen und irgendwelche Skills nutzen? Und hier drin ist nicht mal was. Für was ist das gut? Na ganz ehrlich, ich kann die einfach verprügeln, ohne Skills benutzen zu müssen. Oh, extra Punkte zum Leveln ab. So, Selbsterhalt. Ja, nicht wirklich was Besonderes. So, das kann ich nicht drücken. Es wäre auch komisch, wenn da noch was wäre. Aber ja. Hier ist nichts mehr. Das war einfach zum Trollen. Okay. Das heißt, wir haben ja Level 19 abgeschlossen, weil hier kommen wir nicht weiter. Hier ist ja diese Fackel, die uns teleportiert. Ich mag diesen Ort nicht, der fühlt sich böse an. Wir müssen jetzt sehr tief unter der Erde sein. Ja, es gibt hier nirgendwo einen Ausgang. Es gab auch vorher keinen Ausgang. Wir haben keine andere Wahl, als weiterzugehen, wohin uns das auch immer bringen mag. Ja, wir haben Level, also Ebene 20 erreicht. Wow. Hallo Diablo. Ja. Diablo lassen wir mal schön da stehen. Und speichern jetzt hier erst einmal. Neuem Slot. Das wäre jetzt LP 030 mittlerweile. Speichern.
Und dann sehen wir uns gleich wieder.